So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Ich bin aktuell in Deutschland unterwegs, zusammen mit dem Kanalmitglied Sebastian. Hi. Falls ihr auch mal mit auf Tour kommen wollt, könnt ihr gerne eine Mitgliedschaft unter dem Video abschließen und das große Losziehen, wie der liebe Sebastian. Nein, Spaß beiseite. Also klar, könnt ihr, aber er hat jetzt nicht das große losgezogen. Das war natürlich nur ein kleiner Spaß am Rande. Wir stehen gerade immer noch vor dem verlassenen Umspannwerk. Ich weiß nicht, ob der Satz überhaupt Sinn macht und ob ihr das Umspannwerk überhaupt schon gesehen habt und ob ich die Videos chronologisch rausbringe von dieser Tour. Aber direkt daneben haben wir aus Zufall ein verlassenes Haus entdeckt, was sehr vermüllt aussieht und sehr gruselig. Es stehen Puppen draußen vor dem Haus. Es sieht richtig verwuchert und messihaft aus, als wenn da, weiß ich nicht, als wenn da irgendwelche linken Autonomen dieses Haus besetzt hätten. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Es scheint verlassen zu sein und wir müssen jetzt mal checken, ob wir da reinkommen. Falls nicht, werdet ihr diese Intro auch niemals sehen. Und falls ihr das doch seht hier, dann sind wir tatsächlich reingekommen. Deswegen, bis gleich. So, liebe Leute, wir haben hier gerade zufällig dieses Haus entdeckt und wir haben keine Ahnung, was hier abgeht. Der ganze Garten ist voller Müll. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Ich gehe nicht von aus, dass hier noch jemand drin wohnt, aber guckt euch das mal an. Oh, das ist eine Katze und ein Igel. Und ein Igel. Und Ratten sind hier eben auch schon lang gelaufen. Holy shit. Okay, gut. Das Haus sieht übelst creepy aus. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie eine Sekte oder irgendeine Kommune drin gewohnt hat. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Geld in einem Lost Place finde. Und dann sind es nur Cents.
überall Rattenscheiße. Leute, es riecht hier drin, als wenn hier jemand drin gestorben ist und hier immer noch drin liegt. Genau so riecht das hier drin. In den Wänden. Gott. Das ist, glaube ich, auch alles Scheiße. Das ist ja alles Scheiße, die hier liegt.
ist auch nochmal alles zugemüllt. Na gut, ich würde sagen, ich will hier schnell wieder raus. Ganz, ganz schnell will ich hier wieder raus. So, liebe Leute, wir sind schon wieder im Auto, beziehungsweise ich. Nee, das ist dumm. So, liebe Leute, wir sind schon wieder im Auto. Was war das bitte für eine Location? Sebastian hat ja vor der Tür Wache gehalten. Ich bin mal eben alleine reingehüpft, weil auch ein relativ hoher Zaun drum war und wir wussten nicht, ob sich's lohnt und so. Und ja, deswegen bin ich mal eben alleine durchgefegt. Aber ich kann euch nur sagen, das war eine richtig ekelhafte Horror-Location. Es hat da drin gestunken, als wenn jemand gestorben wäre und da sehr lange Zeit drin lag oder noch aktuell drin liegt. Es hat gemufft, es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber es hat so verlebt gerochen, um das mal freundlich auszudrücken. Ich kenne diesen Geruch auch. Ich war schon öfter mal in Häusern oder in Wohnungen, wo Leute drin leben, ältere Leute, die schon seit 10, 15 Jahren eigentlich nur noch vor sich hin vegetieren, die Wohnung nicht mehr verlassen und alles vor sich hingammeln lassen. So hat es da drin gerochen. Verraucht, unhygienisch, dreckig. Ja, als ich reingegangen bin, sind mir schon ein, zwei Ratten, habe ich also nicht entgegengekommen, aber ich habe gesehen, wie ein, zwei Ratten durch einen kleinen Türspalt schon raus in den Müll gehüpft sind. Ich habe Ratten in den Wänden gehört. Es war überall Scheiße. Alter, und ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ist das jetzt verlassen oder kommt mir hinter der nächsten Ecke ein Obdachloser oder ein Messi entgegen, der eventuell da sogar noch drin wohnt. Das war wirklich, ich würde sagen, mit eine der ekelhaftesten Locations, in der ich bis jetzt war. Man kann sich bei dem Haus von Armin Meiwes streiten, ob das jetzt ekelhaft ist oder nicht. Das war ja also auf jeden Fall hygienischer als das Ding heute. Ich weiß gar nicht, in welcher Location es bisher noch ekliger war als heute. Eventuell ist es sogar Platz 1, dass es die ekligste bisher war. Aber da müsste ich drüber nachdenken. Auf jeden Fall zu den Top 3, würde ich sagen, gehört es. Ja, das war auch die letzte Location heute. Wir wollten eigentlich noch zu der verlassenen Bank fahren, wo der liebe PJ mal 1500 Euro drin gefunden hat. Wollten wir mal nachgucken, ob das Geld noch da ist. Aber das ist inzwischen so spät geworden, dass wir das verschieben. Wir wollten auch eigentlich noch zum Olympischen Dorf, aber ja, das wäre alles zu lang geworden. Deswegen machen wir jetzt heute erstmal Feierabend. Ich danke euch für immer fürs Zusehen, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.